Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Hamburg. Hallo. So, wir haben jetzt hier zwei Nächte in dem Wälderhaus, was hinter uns ist, verbracht. Ja, haben gerade gut gefrühstückt und sind jetzt rausgekommen und haben gesehen, dass es hier schlechtes Wetter ist. Es regnet, es ist kalt. Alles ist grau in grau. Es wird Zeit, dass wir weiterkommen. Wir wollen nicht nass werden und machen uns auf ins Auto und werden da die nächste Unterkunft buchen. Was ist denn unser nächstes Ziel überhaupt? Wir fahren nach Berlin ins Almodovar Hotel, das ist ein Bio-Hotel. Aber wir haben es bis jetzt noch nicht gebucht, deshalb lass uns einfach mal ins Auto setzen und das buchen. Alles klar. Wir wollen nämlich nicht auf der Straße schlafen. Ja, heute buchen wir unsere Unterkunft für Berlin mal über das Handy. Ich habe auch nicht die App jetzt, sondern bin über den Safari-Browser reingegangen auf booking.com. Habe jetzt hier schon mal den Namen des Hotels eingegeben und zwar ist das das Almodovar Hotel in Berlin. Das ist ein Bio-Hotel, was wir jetzt buchen wollen. Ja, Check-in ist heute und der Check-out wäre dann am Mittwoch. Zwei Erwachsene, wir teilen uns wieder das Zimmer und schauen wir mal, ob was verfügbar ist. So, suchen. Zack, da habe ich das Hotel schon mal gefunden. Oh, Gäste bewerten das WLAN der Unterkunft als exzellent. Ist schon mal cool, dass das sofort da oben steht. So, was haben wir denn hier? Das Superior Doppelzimmer für 198 Euro. Das ist noch frei, da kostet Frühstück 14 Euro noch extra. Was ist denn sonst noch hier? Superior Doppelzimmer. Kostenfrei stornieren. Gut, weil wir sowieso dahin fahren, brauchen wir diese Option eigentlich nicht. Deshalb ja, werde ich das jetzt buchen. Nicht kostenfrei stornierbar, aber wir machen uns ja jetzt auf den Weg nach Berlin. Von daher brauchen wir das nicht nochmal stornieren. Gut, das wähle ich jetzt aus. Ein Zimmer brauchen wir, genau. Jetzt buchen. Und damit sollte unsere Unterkunft für Berlin auch gesichert sein, ne? Milosch, was sagst du? Hört sich gut an, ja. So, die Sachen sind eingetragen. Frühstück buchen wir gleich vor Ort dann dazu, das machen wir dann aber da aus. Und wie war das mit Parkplätzen? Sind die ist kommen ein Stück hoch, steht da? Parkplatz, ja, das stehen dann für 15 Euro pro Tag, aber das machen wir dann auch vor Ort aus. Alles klar. Und ja, ich buche das jetzt. So, jetzt müssen wir das mit unserer Kreditkarte eben reservieren. Deshalb gebe ich mal eben kurz unsere Daten ein hier. Ja, die Buchung hat geklappt, unsere Daten wurden akzeptiert und damit können wir uns jetzt auf nach Berlin machen. Knapp 450 Kilometer sind es jetzt, also werden wir ja am späten Nachmittag, denke ich mal, ankommen. So, bis später dann.